Das ist immer geil, dass man einfach die schöne Karte erkunden kann direkt. Obwohl ich am liebsten erstmal gerne den Skin gewechselt hätte, aber das macht doch mehr eher. Das ist doch irgendwie geiler als Ding. Ach Gott, ach, da unten sind welche. Ist schon Battle Royale-Modus oder was? Ach Gott, ich bin direkt in eine Battle Royale-Sitzung gekommen. No Skins! Ich habe euch viel zu lange aufgehalten damit. Ey, ey, ey. Ist ja auch drehen, so. Okay. Okay, zurück zur Lobby. Ich war ein bisschen überfordert. Okay, der Battle Pass. V-Bucks, ich habe noch 400 V-Bucks auf jeden Fall. Also ich komme nochmal über PayPal. Wollen wir mal kurz gucken, was über PayPal gehen würde. Ich hatte keine Ahnung, ich hoffe man sieht es jetzt nicht eingeblendet. Doch, man sieht es, so. Okay, Moment. Ich habe mal kurz ausgeblendet. PayPal würde sogar gehen. Es geht sogar per Amazon? Das ging doch früher nicht. Leute, ich kann direkt Sparkasse machen. Ups, ihr wisst sogar, welcher Bank ich bin. Okay, dann heißt es. So, Moment. Fortnite. Und Fortnite ist wieder da. Nice. Okay, dann warte ich wahrscheinlich, holen wir nochmal ab 13.500 V-Bucks. Plus 35% extra. Solo. Spielwiese, ich will erstmal die Map erkunden. Nicht auffüllen. Option. Ich mach mal Fallschaden aus. Normal. Annehmen. Gucken wir uns mal erstmal die Season an. Oder die Map. Ehre, Alter. Ich will mir den Battle Pass mal kurz angucken. Ob. Komm, den Battle Pass ich mal hier angucken. Okay, dann muss ich dann leider mal. Guck mal, die haben doch einiges verändert und ich will wissen, wie. Ich habe das Gefühl, die Spielmechanik ist ein bisschen anders geworden. Ich glaube, die hat sich ein bisschen verändert auf jeden Fall. Und ich fand, die Steuerung war nicht mehr so.
nicht mehr so wie früher, woran ich gewöhnt war. Okay. Hallo? 1000 Leben hat man jetzt. Okay. Die Kreativinsel? Ja, hier geht's in die Kreativinsel. Ne, da bin ich hin. Ah, da muss ich lang. Ich habe das Gefühl, er läuft auch nicht mehr so schnell wie früher. Dirty Dogs hört sich gut an. Aber geil, dass wir jetzt schön kleine Küsten haben. Und das Material abbauen passt schon. Ich glaube, da oben ist die Kiste. Okay, sollten wir jetzt nicht abbauen hier. Ups, ne, er. Ich drücke doch auf Sprint und er springt einfach nicht vernünftig. Ja, der Loot ist schon mal nicht schlecht, finde ich. Hier hat man 1000, ja? Ne, 100 nur, weil ich zwar gerade 100, weswegen man 1000 Life Points hat. Ich will mir die Karte angucken. Das hier ist Pleasant Park. Das hier ist das neue, hier hinten soll das neue Tilted irgendwo sein. Hier. Keine Ahnung wo, irgendwo hier soll es. Ne, da ist New Tilted, wie ich ganz gern sage. Lazy League, also Lazy League oder so. Da finde ich ja lustig, dass das geht. Wenn man sie verstecken kann auf jeden Fall. Mal gucken, ob da oben noch irgendwas ist. Ich weiß nicht, ob man direkt, wenn man ins Wasser geht, drauf geht. Wie früher, wenn man irgendwie von der Insel gefallen ist, Fallschaden. Ja, auch kein Fallschaden teilweise, die Kanu. Einfach damals war es ja so, dass man... Ja, eine Flinte nehme ich auch mal mit. Oh, haben die es mit den Gleitern wieder rausgepatcht? Das ist schön. Ja, dann schnappe ich mal. Erstmal gönne ich mir den mal schnell. Aha. Hallo? Ich zeig da hoch da. Das ist eine taktisch rot, okay, die Blinde. Und das taktisch. Eine Angel. Ja, Mann. Und man hat keine. Man hat keine Gleiter. Geht einfach hier runter. Ich wollte einfach nur mal kurz die Karte ansehen. Mal gucken, ob wir irgendwas haben zum Schnelltransport. Also, man kann sogar schwimmen jetzt im Wasser hier. Haben wir noch irgendwas Schönes? Ah, das Angelfeature kann ich ja mal ausprobieren, wenn ich schon dabei bin.
die hier am Dock zu. Hatte die. Er hat den kleinen Schild nur mitgenommen. Nicht die Sniper, Alter. Nee, Sniper, wenn schon. Dann würde ihr uns nichts bringen gerade. Ich weiß ja gar nicht, was für Landfahrzeuge. Ich weiß. Ich habe vergessen, für Landfahrzeuge gab im Trailer. Ich weiß, es gab Boote. Aber da weiß ich gar nicht, wo die Boote sind. Ah, hier ist das Speedboat. So, fahren wir zum ersten Mal Boot. Ja, nice. Komm, nice. Oh Gott, Steuerung kacke. Yo. Hallo, ich hatte sogar Raketen. Ich will jetzt nicht mit Damage die machen. Feuer! Ja, ein bisschen die Reichweite ist auch nicht so geil. Hier ist nochmal Dirty Dog. Ja, die machen schon ein bisschen was. An Reichweite und vor allen Dingen. 800 hat das Ding gehabt. Das Ding hat jetzt noch. Okay, so viel Damage machen die gar nicht. Ups, nein, das wollte ich gar nicht. Steuerung damit ist einfach kompliziert, weil die Steuerung sehr einfach schlecht ist. Ich glaube, die Docks waren da irgendwas schon. So, hier sind Fische. Nein, ich will hoch. Komm. Was macht der Fisch? Keine Ahnung, gut. Egal. Ey, das Schiff sieht in dieser Lackierung so hammer aus. Oder so. Lama öffnen, mal gucken, was drin ist. Aber hammer. Bislang. Ich finde die Maps auf jeden Fall bislang mega geil. Ey, nein! Was ist das für Kuss hier einfach mit in Fortnite hier? Oh, hier mit seiner Crew drauf, das ist das. Da ist eine Straße auf jeden Fall. Fuß gezündet, nice. Nein. Ja.
den Flugzeugfeld gar nicht, das haben Leute dieses Season nicht. Aber schön, dass es hier mal mehr Wasser gibt. Ah. Ach, egal so. Auf der Karte haben wir eigentlich jetzt alles hier. Den kleinen Fleck, den habe ich noch nicht, verdammt. Okay, ist aber nice auf jeden Fall. Mir gefällt es auf jeden Fall, dass die Steuerung vom Boot etwas schlecht ist. Können wir wieder hochkommen. Komm hoch da. Wir haben's. Nice. Wir haben den Hauptboot hier hochgeschafft. So. Nice. Jetzt geht's für uns gleich mal langsam nach unten. Weil nee, wir gehen mit dem Fluss mit erstmal. Ah, da vorne Kreuzung runter. Hier, so, dann geht immer. Feuer frei. Alter, Boot schon halb kaputt, ey. Wir hätten eigentlich auch respawnen können. Egal, wir bleiben so lange, bis das Boot kaputt ist. Aber ich bin jetzt nicht unerläutert, dass ich hier... Ich bin jetzt aus der Fall früh aus dem Urlaub zurück. Deswegen. Deswegen nicht wundern, ja. Geht das hier rum einfach. Feuer frei. Also der Boot schon fast kaputt, ey. Ich hab die Idee, da rum müssen wir. Da rum müssen wir. Nein, ey, darüber! Mit dem Boot übers Land fahren, ey. Sonst hab ich gehört. Ja! Ja, Mann! Okay. Wieder so. Schalt, das killt uns. Ich hab gehört, Gastanks können explodieren jetzt. Nö, können sie doch nicht. Schade, dachte. Ich meine, gehört, meine schon gelesen zu haben zwischendurch, weil ich bin ja ein bisschen verzögert. Yo! Bazooka. Ah, ist die Highgun oder was? Ah.
Okay, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier runter. Warte mal, kann man nicht neu spawnen? Ah, respawn. Ja. Ich will mir die Map auf jeden Fall erstmal schon mal angucken. Ah, das ist dieses neue Tilted Tower. Das erinnert mich auch voll an Tilted irgendwie. Lazy League. Okay. Ich muss sagen, es finde ich schöner als Tilted Towers irgendwie. Ein Raketenwerfer, ja Mann. Ah, der verbraucht 2 Slots. Lol, okay, dafür ist das ziemlich OP. Dafür ist das ziemlich OP auf jeden Fall. Da oben ist einer. Die goldene Schimpole, okay. Okay, das wäre so easy gewesen. Hier oben ist einer. Nächstes Stockwerk, okay, Moment. Granaten! Okay, das ist jetzt dieser Ort. Nein! Wow! Ich dachte, die Granaten haben auch noch mehr gemacht. Ja! Ich hätte den Rocket Launcher nehmen können dafür. Eine Seilbahn! Oh nein! Retail Row! Oh nein! Den Ort gibt's wieder? Quasi so, dass ich wusste, ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie den Ort wieder reinnehmen. Dass der hier quasi jetzt, die Season kommt. Dann hätte ich jetzt, ich hätte eher mit Tilted gerechnet. Eine Seilbahn. Kann man die auch nutzen? Das wäre Ehre. Letztes Mal war ich in Retail Row in der letzten Season erst. Vor meinem Urlaub. Ne, es ist schon umspannend, der sagt halt auf jeden Fall Dings. Okay. Feuer! Okay. Ne, ich lass mal lieber, es dauert zu lang. Respawn! Die Berge, ey. Irgendein Fahrzeug, wenn man sich schneller bewegen kann, wäre besser, weil die in Season 10 war, also in Season 10, also Season X war es auch nicht so arg mobil. Season 7 war krank mit den Flugzeugen, ey. War Season 10 war es mit diesen komischen. Hallo, was da oben? Oh, sieht eine Skipiste aus. Gibt es Snowboards hier? Irgendwo, wo man sich schneller bewegen kann? Nein, noch lange nicht. Okay. Nee, scheinbar gibt es keine neuen. Keine Fahrzeuge sonst noch hier. Das ist in der Garage, das ist eine Granate auf jeden Fall.
Oh, eine goldene Sniper. Ein goldene Snipper, okay. Ab hier hoch, den Berg hoch. Oh nein! Den Eiswagen auf dem Berg. Nice. Das ist eine Truhe. Ah lol. Dann rennt mit dran vorbei. Diese Heal Gun, wie die auch heißt. Ich will die gesamte Karte aufdecken endlich. Oh, ich hoffe, am geilsten wäre wieder das Feature von Season 7, glaube ich, wäre. Season 6, Season 7. Mit, wo man die Gleiter wieder unendlich oft hat. Das ist auch ganz nice. Ja, aber gleich packst du in zwei Folgen dann mit der Karte. Ja. Oh nein! Voll gegen. Aber mir fehlen ein paar Mobilitätsmöglichkeiten. Weiß ich, bauen wir uns quer darüber? Ja, Alter, ist das Hammer. Da hinten auch noch ein schwarzer Punkt auf der Karte. Oh, da hinten haben wir auch was vergessen. Nein, da haben wir auch noch was vergessen. Okay, dann gehen wir das da hinten erstmal. Und die Seilbahn. Ja, die Seilbahn. Ja. Auf Kur kommen einfach dran springen, ey. Das war so Hammer. Die Seilbahnen sind wirklich der Hit. Das war die, glaube ich, mit geilsten Sachen, die sie eingeführt haben in Fortnite. Vielleicht war man so mobil. Hallo, wenn man in die andere Richtung guckt, dann und davor und drückt. Lol, man kann die Richtung wechseln, wusste ich gar nicht. Wir kommen da unten, aber das ist ein Boot. Das ist ein Boot, okay. Dann würde ich sagen, okay. Let's go. Nein! Wow. Oh nein, er hätte gar nicht hingehen müssen. Ja und? Nein. Das war der dümmste Fehler, hier runter zu gehen. Ey, warte auf mich. Lol, das Schwimmen finde ich ja lustig, aber man kommt nicht aufs Boot drauf. Granate! Nee. Rakete! Oh, 60 Schuss! Oh, man kann jetzt mehr Raketenwerferschuss haben, das ist geil. Gut, aber wir gucken uns auf den Ort an. Ich mache es in zwei oder drei Folgen auf jeden Fall mit dem. Da geht's einfach hier hinten rüber. Hier darf kein Licht sein. Das darf es nicht. Oh, schade, dass es nicht abbrennt, die Sachen. Noch lustiger wäre es, wenn es auch von ein bisschen dynamisches Feuer geben würde. Welcher Ort ist hier auf der Karte? Oh nein! Ah, Deutschland kann sich davon nicht mehr bewegen. Ja, nice, einfach mal noch schön vertanzen. Nein, da wollte ich nicht, hä? Okay, ist die nächste Basis hier. Okay. Aber hier gibt es wieder keine Waffen. Also nicht Waffen, sondern Fahrzeuge. Brauch den nicht. Oh nice, Fallen. Nee, Fallen brauche ich nicht.
Nice. Einmal vertanzen. So. Wir sind auf den Klipfel. Auf den Klipfel des Wound. Keine Ahnung was. Auf dem Klipfel. Okay, nice. So, da würde ich sagen, lass uns da oben respawnen, da haben wir schon Höhe. Alter, aber die Map sieht krank aus, Alter. Von hier oben den. Da oben will ich hoch, da will ich hoch, da will ich hoch. Komm da hoch, da komm da hoch, da komm da hoch. Ja. Da oben will ich hin. Da gehen wir gleich hin. In der nächsten Folge. Nein. Da. Okay, ich war schon immer ein scheiß Sniper, aber. Das ist jetzt. Ehre, ich hab getroffen. Noch ein Stück höher, ich glaube, das treffe ich. Oh, das Sniper hier ist so rucklig. Oh nein. Muss er noch nachladen wieder. Ha! Treffer. Träger mit einem Rocket Launcher? Da würde ich sagen, danke fürs Zusehen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, würde mich über eine Bewertung freuen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, dann verpasst auch nichts mehr. Die nächste Folge kommt dann morgen, wo wir uns die Map weiter angucken. Dann geht es mit hier hinten dem Bereich weiter, den hier. Und den restlichen Bereich sehen wir dann übermorgen in der nachkommenden Folge. Und den kleinen Fitze, den ich da hinten vergessen habe. Okay. Da hinten habe ich keine Ahnung. Irgendwo kommt, hier kommt was, ein Staudamm. Was auch noch mega geil ist, dass es hier einen Staudamm gibt. Hier hinten ist kommt glaube ich Sumpfgegend. Hier hinten diese ganzen Inseln, ey, das ist so Hammer. Oh, so Hammer. Und hier, ich glaube, ich habe gehört, meine ich, irgendwo ist. Ich glaube, hier ist Trailer Park. Und der nächste Ziel ist. Erstmal hier hin. Da würde ich sagen, ups. Danke fürs Zusehen, Leute. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, bitte gebt mir eine Bewertung und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, der verpasst auch nichts mehr. Bis zum nächsten Mal und ciao!